Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Wenn eure Lorbeerkirschblätter hier solche Löcher haben und diese Löcher so aussehen, als wenn man ja praktisch mit so einem Schrotgewehr drauf geschossen hätte, dann handelt es sich dabei um die Schrotschusskrankheit. Dies ist ein Pilzbefall. In diesem Video zeige ich euch, was ihr dagegen tun könnt. Die Schrotschusskrankheit wird durch den Pilz Stigmine ausgelöst und ja, der zerfrisst im Prinzip die Blätter. Der trocknet das dann hier aus und dann entstehen durch die Vertrocknung Löcher und das passiert halt immer weiter, bis irgendwann dann letztendlich die ganzen Blätter absterben und auch die ganzen Zweige. Und wenn man dann gar nichts macht, geht halt die ganze Pflanze kaputt. Um dann einen weiteren starken Befall zu vermeiden, solltet ihr im ersten Schritt die betroffenen Pflanzenstellen abschneiden. Dazu einfach großzügig mit einer Heckenschere wirklich die ganzen Stellen hier herausschneiden, gucken, wo ist was. Wenn ihr alles abgeschnitten habt, ist es wichtig, dass ihr das jetzt nicht auf dem Fußboden liegen lasst, weil ansonsten kann dieser Pilz sich über den Fußboden weiter verbreiten und auch dann weiter ausbreiten. Das gehört jetzt in die Mülltonne, bitte auch nicht auf den Kompost. Und ja, entsorgt das, damit ihr den Pilz los seid. Ja, nachdem ihr jetzt alle sichtbaren Stellen entfernt habt, besprüht ihr die Pflanze jetzt mit einem Milch-Wasser-Gemisch. Dieses Gemisch sollte zu einem Anteil Milch sein und zu 5 Anteilen aus Wasser bestehen. Ja, diese Anwendung wiederholt ihr nach 3 Tagen noch einmal. Und dann solltet ihr das Ganze nochmal eine Woche später wiederholen. Wenn dann immer noch keine Besserung eintritt, beziehungsweise ihr neue Schäden an der Pflanze entdecken solltet, dann kann ich euch hier leider nur ein Mittel aus dem Handel empfehlen, und zwar ein sogenanntes Fungizid. Das habe ich euch unten mal im Beschreibungskasten verlinkt. Ja, dieses Mittel wendet ihr dann im Frühjahr an. Und damit besprüht ihr die Pflanze gemäß der Dosierung, die ihr auf der Packungsbeilage findet. Und diesen Vorgang wiederholt ihr mindestens 2-mal im 2-Wochen-Rhythmus. Und dann sollte eure Pflanze sich eigentlich davon erholt haben. Vorbeugen ist natürlich immer besser, als dann hinterher zu behandeln. Deshalb solltet ihr folgende Maßnahmen treffen. Einmal könnt ihr den Boden im Bereich eurer Pflanze richtig schön mulchen. Das könnt ihr mit Rasen machen, aber auch mit Rindenmulch, denn dadurch kommt dann der Pilz über den Boden nicht so gut an die Pflanze heran. Und auch der Standort spielt da eine ganz wichtige Rolle. Ihr solltet die Pflanze bzw. eure Lorbeerkirsche an einem sonnigen Standort pflanzen, denn da kann er nach dem Regen schnell wieder abtrocknen. Auch wenn hier ein guter Windzug herrscht, dann ist das Ganze förderlich, weil die Blätter und der Boden dann schnell wieder trocken wird. Dann solltet ihr beim Gießen, wenn ihr die Pflanze gießt, darauf achten, dass die Blätter hier kein Wasser abbekommen. Und wenn ihr gießt, dann bitte nur morgens und nicht abends, damit das Wasser schneller dann tagsüber abtrocknen kann und nicht nachts die ganze Zeit, wenn es kälter ist, auf der Pflanze bzw. auf den Blättern bleibt. Ja, ich hoffe, dass euch diese Anleitung hilft. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac. Have a week.